cool. Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, Haare müssen geschnitten werden. Werd die Tage geschnitten, sieht nicht mehr so fresh aus. Auf jeden Fall geht es nicht darum. Heute geht es darum, dass wir uns für die Full Champions mal qualifizieren sollten. Und zwar sind wir jetzt schon in der dritten Runde. Ihr seht, wir haben 3-2 knapp gewonnen, 5-0 gewonnen. Und jetzt im Halbfinale. Mit diesem Team werde ich erstmal reingehen. Das ist noch nicht perfekt. Ich muss da noch den einen oder anderen Spieler verkaufen. Ihr seht, ich habe mich Tolisso geholt. Den werde ich wahrscheinlich wieder verkaufen, weil ich die Coins jetzt doch brauche. Ich wollte erst in die Bundesliga gehen, habe mich dann umentschieden für die Premier League. Ihr seht, es ist halbwegs fertig. Wir haben hier vorne Musa, Sterling, Martial, Ander Herrera, Bakayoko. Wer noch im Team ist, das ist Rüdiger, der wird auch, glaube ich, im Team bleiben. Dann Paulinho wird im Team bleiben. Pique werde ich verkaufen. Den habe ich ja gezogen. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, das Video habe ich, glaube ich, gestern hochgeladen. Sollte zumindest planmäßig so sein. Werde ich verkaufen und dafür Umtiti holen. Links soll dann Jordi Alba spielen. Rechts dann entweder Bellerin. Falls ich mir Kyle Walker holen, leisten kann, hole ich mir Kyle Walker und im Tor Ter Stegen. Aber aus dem Titel habt ihr wahrscheinlich was anderes gelesen. Ich werde im zweiten Spiel, also im Finale, falls wir es jetzt gewinnen sollten, Doppel-Ronaldo bringen. Ich habe mit Bayern noch viele Spiele. Ich will es jetzt einfach mal ausnutzen. Ich will mal wissen, wie dieser Ronaldo spielt, der brasilianische Ronaldo. Ich will wissen, wie er sich spielen lässt. Ich habe ihn im Trophy noch nicht bekommen. Und ich will wissen, die beiden werden kommen. Martial wahrscheinlich dann runter und Musa. Und ich muss dann Ander Herrera noch runterholen für Hendrik, weil es gibt eine Voraussetzung in diesem Daily Knockout-Turnier. Man darf nur maximal 78 Teamgesamtwertung haben. Ja, sollte aber trotzdem dann alles stimmen, weil die ganze Bank ist dann halt gebronzt-Bench, kann keinen einwechseln, ist aber in Ordnung. Und dann würde ich sagen, Freunde, gehen wir ins Halbfinale und hoffentlich können wir es gewinnen. Let's go. So, Freunde, der Gegner im Halbfinale hat ein Standard Premier League Team. Sieht nicht sehr krass aus, Freunde. Sollten wir schlagen können. Also er hat vorne zwar mit, glaube ich, Gray und King sind das. Sehr OP-Spieler. Beide über 90 Pace, soweit ich weiß. Also sollten wir nicht unterschätzen. Wenn das ein guter Spieler ist, wird er damit umgehen können. Let's go. Ich weiß nicht, was der Gegner jetzt gerade gemacht hat. Er hat gerade nicht gespielt. Ah, aber ich konnte die Chance leider nicht ausnutzen. Bitter. Schade, Musa. Aber Martial, gut aufgepasst auf Sterling. Sterling spielt nochmal auf Musa. Auf Martial, let's go. Was eine Kombi von den drei. Oder von den zwei. Sterling und Martial. Martial, krass. Gut, den Ball wiedergeholt. Sterling legt ihn auf. Let's go, 1-0. Das war so schlecht verteidigt, das muss ich echt zugeben. So schlecht verteidigt, also auch natürlich gut gemacht, aber sehr, sehr schlecht von mir verteidigt. Boah, das war so krass vom Gegner gemacht, ey. Der hätte ein Tor verdient gehabt, muss ich zugeben. Schöner Ball. Martial, let's go, let's go. What a good, great ball. Wahnsinn guter Ball, ey, von Sterling auf Martial. Genau dieselbe Kombi wie eben. Krass, krasses du, Freunde, ey. Let's go, Sterling. Zurück. Martial. Drei, Hattrick, Martial. Dreimal Sterling, Vorlage auf Martial, Alter. Was ist das für ein Duo? Ist das ein neues Traumduo, unserem Road to Glory Account? Könnte sein, Freunde. War krass gespielt. Alter, was eine Kombi. Ey, faul, schieß! Oh, jetzt genau andersrum. Geh jetzt, tut Martial. Ja, auch mein Gefallen und leg auf Sterling auf. Das ist einfach gut. Also ganz ehrlich, Freunde, Pace ist in FIFA 18 schon ziemlich wichtig. Also wenn ihr Spieler hast, die über 90 Pace vorne haben und noch abschließen können, seid ihr sehr gut dabei. Was soll ich machen? Ihr hört, habt mich, glaube ich, gehört, wie ich auf Passen gedrückt habe. Mehr kann ich nicht machen, Alter. Wenn er sowas macht, kann ich auch nichts dafür. What an AIDS goal. Ref. Ekelhaft. Aber es könnte jetzt euch vielleicht einen Freistoßtrick zeigen. Ich zeige euch meinen Freistoßtrick. Falls der klappt. Ich bin mir nicht sicher, ob der klappt. Ne, der läuft falsch. Eigentlich der läuft immer noch richtig. Zack.
Viel einfacher, der Trick, Freunde. Guck mal. Wollte ich eigentlich noch ein Tutorial zeigen, aber jetzt zeige ich es im Video. Sehr einfacher Trick. Ganz ehrlich, so mache ich die meisten Freistoßtore. Oh, martial, Alter. Der Typ ist einfach so krass. Oh mein Gott. Martial ist echt ziemlich overpowered, muss man sagen, Alter. Junge, der ist stark, er ist schnell, er ist abzustark, also... Kann man nichts gegen ihn sagen. Also, kostet aber natürlich 70.000. Ich habe ihn für 60.000 bekommen. Wir haben den ersten Rage League 4 Tore Martial auf den COM-Position. Ihr seht, ich wechsle in 4 und 2 und 2. 3 Torvorlagen von Sterling. Also, das waren die ersten 3 Tore. Und dann würde ich sagen, Freunde, gehen wir ins nächste Match. Und da geht's. Da gehen wir mit dem Doppel-Ronaldo-Team rein. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Let's go. So, Freunde, der finale Gegner hat ein, oh mein Gott, sehr, sehr starkes Team. Er hat Lacazette, Kanté, Bakayoko, Eriksen. Da hat Lucas auf jeden Fall schon ein sehr teures, starkes Team. Wie gesagt, ich gehe in diesem Match mit meinem Doppel-Ronaldo rein. Also Ronaldo CR7 und Ronaldo, der brasilianische. Seht ihr auch jetzt gleich. Wenn ich die Formation wechsle, dann, würde ich sagen, let's go. Wir müssen das trotzdem gewinnen. Auch wenn er stark ist, wahrscheinlich der Gegner. Wir schaffen das. Oh, das Spiel. Erstmal, Alter, fühlt sich schon so krass an, der Ronaldo. Oh mein Gott, ich bin so nervös, dass ich nicht mal richtig spielen kann, Alter. Alter, was macht der Ronaldo da? Das ist so ein Cheat, Alter, glaube ich. Der fühlt sich auf jeden Fall schon ganz anders an, wenn er rennt, ey. Das ist krass. Let's go, Ronaldo. Oh mein Gott. Die Karte ist so ein Cheat, Freunde. Habt ihr gesehen, wie er David Luiz einfach stehen gelassen hat, der dicke Ronaldo? Zwar hat er den Schuss nicht reingemacht, aber der Ronaldo mit dem Abschauer. Das ist krass, die Karte, wenn du die hast in Ultimate Team. Du hast so einen Vorteil, das ist ein Cheat, die Karte. Habt ihr gesehen, wie schnell er war? Wahnsinn. Ja, starkes Spiel vom Gegner. Scheiße. Boah, was hat der Lacazette da gemacht? Krass gehalten, Alter, von unserem Torwart Moya. Dem ist auch sehr gut gefällt. Moja, du Tier! Das ist ein richtiges Tier, Alter, unser Tor. Wir hatten hier richtig viel Glück, Alter. Nein. Ey, Moja, nur wegen ihm bin ich noch in Führung, Alter. Wie der Held, der Typ ist ja krank. Wer hat gesagt, die Torhüter halten nicht gut? Let's go! Yes, Freunde! Ronaldo zu Ronaldo! Und da ist das 2 zu 0. Sim, Freunde! Ich weiß, das ist schon ein bisschen unfair natürlich zum Gegner, dass ich 2 Ronaldo habe, aber da, die sind halt da zum Benutzen. Weil ich. Und ich. Was gibt es eine bessere Möglichkeit, als jetzt im Finale einzusetzen? Nein, warum rede ich denn so viel? Warum rede ich so viel und. Konzentriere mich nicht. Oh mein Gott. Der brasilianische Ronaldo, holy shit, ist der Typ brutal, Mann. Wenn du den hast, ohne Witz, der gewinnt für dich alleine Spiele, Alter. Habt ihr gesehen, den Run, den Schuss? Krank, Mann. Krank. Nein, 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 oh, Torwart. Ich schwöre, Moya hat uns so oft im Spiel jetzt schon den Arsch gerettet, das ist nicht mehr normal. Und jetzt einfach ist vorbei. Guck dir das an. Fucking disgusting. Fucking disgusting. Dieser Typ ist fucking disgusting, Alter. Habt ihr das gesehen? Da, gegen den kannst du nicht verteidigen. Den kannst du nicht verteidigen. Oh mein Gott. Ich kann nichts sagen, außer oh mein Gott. Guck dir das an. Dieser Pace, dieser Körper. Und dann lüftet er den, als wäre es die einfachste Sache auf der ganzen Welt. Krank. Lol. Ey. Da kennt er nichts, Junge, der Ronaldo. Fault er ihn, Alter. Da wird er erst recht wütend. Spielt noch besser. Du kannst ihn nicht faulen. Das ist ein Tier. Das ist ein absolut Tier. Hattrick Ronaldo, Alter. Der Typ, ey. Krank. Also wenn ich einmal, wenn ich es in FIFA 18 irgendwie schaffe, an irgendeine Karte von ihm dran zu kommen, ich wäre so zufrieden, weil das ist eine Cheat-Karte. Ohne Witz, Freunde. Das ist ein Cheat. Hattrick Ronaldo. 2 Tore Cristiano Ronaldo. Ich bin ganz ehrlich, hätte ich die beiden nicht gehabt und hätte Moya nicht so gut gehalten, wie er gehalten hat, hätte das Spiel ganz anders aussehen können. Also
ohne Witz, also der brasilianische Ronaldo hat sehr viel ausgemacht. Sehr viel ausgemacht. Also ihr habt genau gesehen, ein Martial. Ich weiß nicht, ob ein Martial sich so gegen Dalus durchsetzen könnte, wie das Ronaldo gemacht hat. Und wie ihr seht, skippe ich das. Wir haben 1000 Münzen bekommen und ein Elektrum-Spieler-Set. Das machen wir natürlich auch auf. Und wir haben uns für die Food Champions qualifiziert. Ihr seht hier nochmal eine 10,0 für den brasilianischen Ronaldo. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Wir machen auf jeden Fall das Pack auf. Mir fällt gerade noch auf, ich habe noch die Douglas Costa SBC gemacht. Die wollte ich ja dann euch, die Packs übrigens auch noch hier aufmachen. Ganz schnell jetzt. Ich werde jetzt nicht auf die Teams eingehen. Die könnt ihr stoppen und dann gucken. Also das ist jetzt nichts Schwieriges, was man hier bauen müsste. Wie ihr seht, hier einfach irgendwas zusammen, Bundesliga, englische Liga, irgendwas zusammengebaut. Ist sehr einfach, Freunde. Muss ich euch nicht erklären. Duck Golded ist da. Und dann noch nach Turin die SBC. Habe ich spanische Spieler eingebaut einfach und kriegen damit ein Jumbo Golded. Ist auch da. Und dann kriegen dafür ein Verbrauchsset. Das ist schon mal nicht schlecht, Freunde. Und dann würde ich sagen, gehen wir ganz schnell jetzt die Packs noch aufmachen. Und dann war es das vom Video. Das war auf jeden Fall sehr lustig. Hat Spaß gemacht. Wie gesagt, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, der Ronaldo, der brasilianische. Wenn ich irgendwie meine Hände an ihn mal bekommen könnte, ja, ich wäre sehr, sehr froh. Ich würde, also ich habe noch nie so einen krassen Spieler gespielt. Ganz ehrlich, ein von Messi, ein Ronaldo. Was ist das denn? Achso, ich wollte gerade sagen, komm nicht mal ansatzweise an ihn dran. Also von der Leistung her, was der hier abliefert, der brasilianische Ronaldo. Krank. Ich würde sagen, mach als nächstes seltene Verbrauchsobjekte Objekt auf. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, Freunde. Wie ihr seht, wir kriegen leider nur ein Team von uns, aber wenigstens Heilung. Und kriegen dafür noch ein Leihset, das ich jetzt nicht aufmachen werde. Aber wir kriegen hier auch noch zum Beispiel sowas. Das ist auf jeden Fall, denke ich, auch ein bisschen was wert, je nachdem. Ich muss mal nachschauen. Machen da jetzt noch das Jumbo Gold Set auf und dann das Elektrum-Spieler-Set. Und dann verabschiede ich mich. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall jetzt schon mal, dass ihr zugeschaut habt. Wenigstens ein Rare-Spieler. Freut mich auf jeden Fall. Ja, das ist der Mbemba. Sieht gar nicht so schlecht aus vom Stats her. Vielleicht geht auch was. Werde ich aber später erstmal nur nachschauen. Weil wir malen ist hier. Fitness. Und sonst hier diese Scheiße kann man wegmachen. Ja, das allerletzte Pack. Ich hoffe, ich ziehe jetzt vielleicht noch irgendwie einen Leinwandspieler. Das wird das alles nochmal krönen, aber ich rate mal nicht. Wie gesagt, falls ihr gehypt seid für Food Champions Videos, lasst es mich in den Kommentaren wissen oder mit einem Daumen nach oben. Leider Non-Rare, Forster, okay, sollte nicht sein. Aber wie gesagt, Freunde, falls euch das wieder gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Macht mich happy und kostet euch nichts. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!